Hallo, es gibt Neuigkeiten zur Nachklassifizierung von Drohnen. Was es damit auf sich hat und warum das nicht für alle Drohnenpiloten eine gute Nachricht ist, das erfährst du in diesem Video. Vor einigen Tagen haben wir einen Newsletter rausgeschickt und unsere Community darüber informiert, dass die DJI Mavic 3-Reihe in Zukunft nachklassifiziert werden kann. Doch um was konkret geht es hier? Um den Einsatz von Drohnen in Zukunft noch sicherer zu gestalten, hat die Europäische Union jetzt schon vor einigen Jahren Richtlinien erlassen, die beschreiben, wie Drohnen mit Sicherheitsfeatures ausgestattet werden sollen. Ziel ist es, die Gefährdung für sowohl unbeteiligte Personen, aber auch Sachgegenstände zu reduzieren, wenn man mit einer Drohne fliegt. Diese Richtlinien münden in den sogenannten Drohnenklassen. Anhand dieser Klassen werden Drohnen in Zukunft eingeteilt. Fast alle Drohnen werden in Zukunft solche Klassen erhalten und je nach Klasse stehen mir verschiedene Rechte bzw. auch Pflichten gegenüber. Doch was hat sich jetzt verändert in der jüngsten Zeit? Nun, DJI hat angekündigt, dass die Drohnen der DJI Mavic 3-Reihe ab dem vierten Quartal 2022 nachklassifiziert werden können. Viele Beobachter haben bestimmt noch nicht jetzt damit gerechnet, dass diese Klassifizierung ja eingeleitet wird. Wir warten nun zwar schon 1,5 Jahre darauf oder vielleicht sogar schon länger, aber die letzten Signale aus Politik und den verschiedenen Stellen klangen doch eher etwas gedämpfter. Von daher ist es eigentlich eine Überraschung, dass es jetzt doch schon so schnell ging, so schnell. Aber die viel größere Überraschung ist tatsächlich auch, dass dieser Nachklassifizierungsprozess für die Mavic 3 kostenlos stattfinden soll und wahrscheinlich auch von zu Hause aus stattfinden kann. Die ersten Informationen von DJI und dem TÜV Rheinland lassen erkennen, dass man die Drohne wahrscheinlich nicht einschicken muss und das alles von zu Hause sehr bequem lösen kann. Welche Vorteile ergeben sich jetzt aus dieser Nachklassifizierung? Das wirklich Entscheidende ist, dass die Mavic 3 künftig als C1-Drohne gilt. Bisher konnte man eine Mavic 3 nur in den Unterkategorien A2 und A3 betreiben. Das heißt, man musste gewisse Mindestabstände einhalten, brauchte unter Umständen auch das Fernpilotenzeugnis A2, das auch kostspielig ist. Und all diese Anforderungen entfallen aber, wenn ich eine C1-Drohne habe. Das sind wirklich wunderbare Neuigkeiten für all diejenigen, die bereits eine Mavic 3 besitzen, weil natürlich viele Hürden fallen und der Einsatz viel, viel häufiger möglich wird. Auch das kostspielige Fernpilotenzeugnis ist nicht mehr zwingend erforderlich, auch wenn wir nach wie vor empfehlen, das zu machen. Es ist auf jeden Fall nicht mehr vorgeschrieben. Aus dem Austausch mit den Drohnenpilotinnen in unserer Community wissen wir, dass viele an einer Mavic 3 immer interessiert waren, aber noch gewartet haben, weil dieses Klassifizierungsthema noch nicht durch war. Da wollte natürlich niemand so viel Geld ausgeben für so eine teure Drohne und dann nicht wissen, ob ich die überhaupt einsetzen kann. Oft lag das daran, dass zum Beispiel die bisherige Drohne nicht ganz die Fotoleistung oder Videoleistung bringt, die man sich erwünscht hat. Oder wir haben auch oft den Fall, dass Kameraleute eine Inspire geflogen sind in der Vergangenheit, Inspire 2 häufig, und die aber sagen, ich kann diese Drohne kaum noch legal einsetzen. Deswegen sucht man nach Alternativen und da ist natürlich die Mavic 3 das Topmodell, das man auf jeden Fall im Auge behalten sollte. In unserem letzten Newsletter haben wir empfohlen, die Mavic 3 jetzt zu kaufen, wenn man eh schon damit geliebäugelt hat, diese Drohne zu bestellen. Denn die Lieferzeiten liegen schon teilweise bei 5, 6 Wochen aktuell und auch diese Lieferzeiten sind nicht unbedingt, ja, die Zusagen sind nicht sehr zuverlässig immer. Und es gibt auch viele Online-Shops, die Mavic 3 gar nicht mehr auf Lager haben. So, nun haben wir darüber gesprochen, wie toll das mit dieser Nachklassifizierung ist und dass man unbedingt die Mavic 3 kaufen sollte, wenn man das eh schon auf dem Schirm hatte. Doch ist das die ganze Wahrheit? Eher nicht. Denn da, wo Licht ist, ist auch immer Schatten. Die Ankündigung von DJI hat sicherlich bei vielen Besitzern von Drohnen auch für lange Gesichter gesorgt und diese Enttäuschung können wir auch sehr gut nachvollziehen. Bisher ist nirgendwo davon die Rede, dass auch andere Modelle nachklassifiziert werden können, was sicherlich schade ist. Nun stell dir vor, du besitzt eine DJI Mavic 2 Pro oder eine R2S. Das sind Geräte, die wirklich fantastische Aufnahmen liefern und super gut zu fliegen sind und im Prinzip alle Wünsche erfüllen.
Warum sollte man jetzt für mehrere tausend Euro wieder auf eine größere Drohne upgraden, die eigentlich nicht viel mehr kann als das, was man ohnehin schon hat bzw. braucht? Ich denke, die Geräte, die ich genannt hatte, das sind Beispiele für Drohnen, die ja viele besitzen und die auch im semi-professionellen Bereich oder für Hobbypiloten vollkommen ausreichend sind. Wie geht es nun mit solchen Modellen weiter? Ehrlich gesagt, kann es keiner seriös momentan beurteilen, solange sich da DJI nicht selber dazu äußert. Und man muss natürlich auch sehen, dass die Mavic 2 Pro jetzt schon einige Jahre auf dem Buckel hat seit der Markteinführung. Und DJI als Wirtschaftsunternehmen wird natürlich schon schauen, wie die ihren Profit maximieren können und ob nun eine Nachklassifizierung der Mavic 2 dann dazu beiträgt, ist fraglich. Das kann man natürlich als Kunde schlecht finden. Wie viel Einfluss wir da tatsächlich haben, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Allerdings muss man in dem Zusammenhang auch gleich sagen, dass diese Nachklassifizierung für viele Piloten vielleicht auch gar nicht so das große Problem ist, denn viele machen vor allem in der freien Natur Landschaftsaufnahmen und halten ohnehin sehr oft diese Beschränkungen der A3 tatsächlich auch ein. Ja? Also diese Mindestabstände werden oft berücksichtigt von Haus aus und deswegen, wenn du viel Landschaftsaufnahmen machst oder vor allem Landschaftsaufnahmen machst und in der freien Natur unterwegs bist, dann stört dich diese fehlende Klassifizierung gar nicht. Deutlich anders sieht die Geschichte aus, wenn du viel im urbanen Raum fliegst. Dann wirst du aber wahrscheinlich aktuell eh schon das Fernpilotenzeugnis A2 besitzen und auch mit diesem Fernpilotenzeugnis kannst du zumindest noch bis Ende nächsten Jahres deine Drohne sicher im urbanen Raum auch steuern mit den bekannten Einschränkungen. Aber du musst deine Drohne jetzt deswegen, wegen dieser fehlenden Nachklassifizierung jetzt nicht direkt in den Müll werfen. Fassen wir das Ganze nochmal kurz zusammen. Für professionelle Piloten, die ohnehin eine Mavic 3 in ihrem Hangar haben, ist diese Nachklassifizierung eine richtig gute Sache. Man kann wirklich hier einen Grund zur Freude drin sehen, denn diese rechtlichen Hürden, die es bisher gab, entfallen. Wer jedoch keine Mavic 3 besitzt, der muss sich einfach noch eine Weile gedulden, weil es bisher keine Informationen zur Nachklassifizierung von anderen Fluggeräten gibt. Du kannst natürlich beim Hersteller deiner Wahl nachfragen und da das Thema Nachklassifizierung für dein Modell auch einfach ein bisschen auf die Tagesordnung heben und immer wieder nachhaken. Aber ob das wirklich im Endeffekt was bringt, das bleibt abzuwarten. Das kann keiner wirklich sagen. Auf jeden Fall stehen dir auch mit anderen Geräten noch die Übergangsfristen bis Ende nächsten Jahres zur Verfügung. Du kannst quasi auch in der A3 auf jeden Fall mit deiner Drohne fliegen, das auch auf unbegrenzte Zeit. Oder halt in der A2 bis Ende 2023 mit dem Fernpilotenzeugnis. Zum Abschluss des heutigen Videos möchte ich noch die Frage beantworten, ob du dir selbst eine Mavic 3 kaufen solltest, wenn du noch keine besitzt. Und selbstverständlich fällt die Antwort auf diese Frage sehr individuell aus. Bist du mit deiner aktuellen Drohne zufrieden, machst du gute Aufnahmen und schränkt dich auch die Vorschriften aktuell nicht so sehr ein, dann würden wir dir auf jeden Fall nicht dazu raten, eine Mavic 3 zu kaufen. Denn zum einen ist es nicht ökologisch und auch nicht wirtschaftlich sinnvoll, seine funktionierende Technik, mit der man zufrieden ist, einzumotten. Und zum anderen ist nicht unbedingt die neueste Technik für gute Aufnahmen entscheidend, sondern eher fliegerisches Können, fotografisches Grundverständnis, Kreativität. All diese Sachen sind entscheidend für gute Aufnahmen und nicht unbedingt, dass man die neueste und beste Drohne im Hangar hat. Wenn du hier etwas in deine Bildung investierst, bringt das viel, viel mehr, als wenn du tausende Euro auf den Tisch legst, um dir die neueste Technik zu kaufen, zum Beispiel eben die Mavic 3. Und wenn du da deine Fähigkeiten ausbauen möchtest, fühl dich herzlich eingeladen zu unserer Plus-Mitgliedschaft. Da gehen wir all solchen Themen auf den Grund und sind happy, wenn wir da deine persönliche Entwicklung auch begleiten dürfen und dazu beitragen können, dass du schönere Aufnahmen entwickelst und auch dein fliegerisches Talent weiter ausbaust. Es gibt allerdings auch Fälle, wo unsere Empfehlung ein Stück weit anders ausfällt. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn du für Kunden viel im urbanen Raum aktiv bist, dann brauchst du nicht nur eine exzellente Kamera, sondern musst auch schnell reagieren können. Und diese langen Wege, die man bei Behörden manchmal hat, die sind einfach für Fotografen oft einfach nicht realisierbar, weil die Aufträge von Kunden viel zu schnell reinkommen und schnell umgesetzt werden müssen. Sollte dieses Szenario eher auf dich zutreffen, hast du natürlich mit einer Drohne ohne Klasse wirklich ein Problem und diese Einschränkungen, die da greifen, behindern dich wirklich bei deiner Berufsausführung.
In diesem Fall würden wir wirklich dazu raten, eine Drohne zu kaufen, die entweder weniger als 250 Gramm wiegt oder wirklich eine C1-Drohne zu bestellen, wie es momentan tatsächlich nur die Mavic 3 gibt. Wenn du diese bestellen möchtest, melde dich auch gern bei uns. Wir können dir da auch gern weiterhelfen. Aber unabhängig davon, wo du die dann bestellst, ist das für dich wahrscheinlich der Weg, den du gehen musst, damit du deinen Job überhaupt noch machen kannst. Zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Was denkst du nun zum Thema Nachklassifizierung? Schreib es uns gerne in die Kommentare. Wir sind auch gespannt, welche Drohnen für dich besonders spannend sind für die Nachklassifizierung oder wie deine Prognose da aussieht. Vielleicht hattest du auch schon Kontakt mit DJI und hast da noch ein paar News für uns. Sind wir sehr gespannt. Ansonsten findest du unterhalb des Videos noch ein paar Links für den rechtssicheren Betrieb deiner Drohne. Schau da gerne mal rein, weil das sind unter anderem Kartendienst mit verlinkt, der dir hilft, auch Flugorte zu finden. Und ansonsten freuen wir uns aufs nächste Video. Bis bald.